ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder LS15 zusammen mit den Tino und den Randy. Hallo. Hi Leute. Moment, B. Das ist nicht so ganz hier im Sinne des Betrachters. Bist du voll? Ich bin voll, ja. Okay. So, Alter, da haben wir aber Silage hier jetzt, ne, ein bisschen an Schlüssel gebracht. Junge, 150k und schon wieder fast auf dem Konto. Das ist nice, können wir uns auf jeden Fall wieder was Tolles leisten. Ja, was wollen wir uns leisten? Dann müssen wir echt mal gucken, wie wir es halt machen mit der Kartoffelage. Huch! Müssen wir mal modtechnisch was raussuchen. Bis zur nächsten Aufnahme ist jetzt erstmal der letzte Part hier in der Aufnahmesession. Dann geht's ja quasi erst in der nächsten wieder weiter. Und bis dahin haben wir ein bisschen Zeit. Und dann müssen wir mal gucken, was wir Kartoffeln und Rüben mäßig. Also, Rüben würde ich tatsächlich den Ropa probieren. Mhm. Weil, ganz einfach aus dem Grund, ja, weil das halt cool ist, ne, das Teil. Ist schon sehr geil, sehr nice. Ja. Was? Ropa, Tiger heißt der. Ja. Der Tiger. Tiger. Kennst du das sächsische Haustier? Ja, hast du mir schon mal ganz am Anfang gesagt. Ah, shit. Das ist ein Tiger. So. Haben wir schon mal 20%, nee, 11% wieder gespart. Voll oder was ist Silo? Ah, war bei 79, jetzt ist es noch bei 59. Oh, guck einer an, ne? Nicht? Verdichten macht viel aus. So, was haben wir jetzt hier drin? Ja, wenn du richtig bist, ist viel wert. Naja, aber denk dran, egal wie dicht du bist. So. Gut. Kennt ihr Freezy? Bitte? Egal wie dicht du bist. Bitte war dichter. So. So. Over the rainbow. Das war damals ein Scheiß, wo das rumging. Mit dem Dicken denn? Und so einer kleinen Ukulele, oder? Nee, allgemein diese Sprüche ist ja genauso egal, wie gut du bist. Züge fahren Güter. Das ist lauter so ein Schwachsinn da. Ich fand diese Verwechslungsgefahr-Dinger eigentlich besser. Ach ja, mit Verwechslungsgefahr, Salat. Fisten, Salafisten. Ja. Da gab's aber übelst viele Sachen, ey. Das war total geil, fand ich. Leck. Das war ein Leck. Ich überleg gerade, aber ich komm auf nichts gerade. Verweis. So, gut. Vor allen Dingen, das Geile ist, mit der Ropa-Maus kann man dann die Überladedings mit benutzen. Das stimmt. Überleg noch gerade, wie es Sinn machen würde. Ah, Randy ist ganz produktiv heute. Ja, nee, ich hab ja grad für dich. Warte. Für dich, ja. Ich hab grad für dich gesucht. Jetzt schmeiß an. Ich habe grad für dich gesucht. Was denn? So, naja, ein paar Beispiele hier zu nennen. Ach so. Jetzt. Machen wir noch zurück. Ah, nee, stopp, bleib stehen. Und leer. Cool, leer. Passt. Ja, nice. Jo, können wir den noch wegfahren? Warte mal, aber das Förderband ist doch ist leer. Ja, habe ich extra drauf geachtet. Ihr habt denn das zusammengeklappt, das Förderband? Das Ding, also dass die Schnauze nach hinten ist.
Also ja. Dann erstmal von der anderen Seite logischerweise, dass die gerade ist. Dann von der anderen Seite einfach zusammenklappen und ab einem gewissen Punkt macht er das automatisch. Ich weiß nicht ab wie viel Prozent, aber ab einem gewissen Punkt macht er das automatisch. Na, Verwechslungsgefahr. Es gibt hier zum Beispiel dicke Arme. Dicke Arme. Achso, dicke Arme und dicke Arme. Ah, ja, ja. Also arme Menschen und Arme als als Arm. Ja. Mhm. Oder Einbrecher. Ja, was meinst du da? Naja. Also Einbrecher und Einbrecher. Richtig. Ja. Aber man muss immer die Bilder. Die Bilder dazu. Ja. Ja. Wo ist mein Traktor hin? Hattest du den Klaus? Achso. Du tankst nur ab bei dir? Nee, aber du kannst den nehmen und kannst mit Freezy noch runterfahren. Also du kannst rein. Hatte der Beifahrerskript? Wieso? Maishexe nicht mehr? Müsste ich gerade noch ein neues Ding suchen. Schade, das ist nur verdichtet. Dann hat er ja gesehen, Freezy fährt gerade runter und wusste ja, dass ein Fermentiersilo was drin ist. Deswegen, prob neu, fahr runter oder soll ich machen oder whatever. Nee, mach schon. Feld 20 und so weiter ist ja alles Mais, ne? Ja. Und 23. Kommt ihr hin? Na, wo bist du mit dem Klaas jetzt hingefahren, Rendi, im Endeffekt? Ich stehe noch jetzt vorm Ortsausgang. Ich hatte jetzt gedacht, du switchst da rein, wenn ich fahr, schalt weiter runter. Wo wolltest du hin damit? Na, auch runter zur Raiffeisen. Warum? Na, da ist Silo drin. Da ist gar nichts drin. Ja doch, ich hab doch das Fermentiersilo. Ach so. Abgesoffen. Ach, da ist auch noch was drin. Da war auch noch, waren auch noch 46.666. Immer noch? Nee, hatte ich drin, jetzt ist es wieder leer. Erstmal. Ach so. Bis es wieder produktiv hat. Bleiben und hexen, oder? Ja, klar, mir hinterher. So, ja. In diesem Sinne würde ich das jetzt ganz gerne hier aufklappen. Ach ja, er tut die sogar. Randy, du mal eben hier mit Tino häckseln. Meine Klasse. Freundin hat mich hier schon 50 Mal bei WhatsApp angerufen, es regnet und ich soll die Wäsche reinholen. Ich bin gleich wieder da. Oha. Aber ist es jetzt noch... Warte, lass hier links fahren. Na, Moment, hier ist ein Busch. Achso. Entschuldigung! Entschuldigung! Oh, ja. Warte, so. Entschuldigung. Oh, junge Party habt ihr, ey! Meine Bitches! So, auf jeden Fall kommst du. Ah ja, du hängst da wieder. Jetzt geht's los. Jetzt vielleicht. So. Jetzt aber. Auf der Erkundungsfahrt im Mais. Haben wir eine Handvoll Scheiß. Zwei Schlipper, zwei Dankas, das war der Wäsche oder was? Zeig mal, halt mal. Machst du mit Facecam? Ich hab mit Facecam. Halt mal einen Danka rein. Das hat meine Freundin so an. Das Schnitzchen. Auf jeden Fall war nicht gerade viel Wäsche da, wenn du wieder da bist. Naja. Ich muss nur nach hinten die Tür aufmachen. Oder? Achso, kurz. So ein Wäscheständer oder? Ja, so ein Wäscheständer, ja. Ja, gut, da brauchst du ja den ganzen Wäscheständer reintun, oder? Ja, genau. Ja. Ja, kleiner. Ist ja easy going. Genau. Jo, wir sind hier mal fett am Häckseln. Fahren wir den Klaas wieder noch, der hab ich schon abgedankt. Freezy. Ja. So. Naja, da haben wir hier einiges zu häckseln, nicht? Richtig. Platzierbare Häufchen haben wir ja hier irgendwie drin, geht aber nicht, ne? Richtig.
Wir haben können halt nur noch so einen externen Mod mit reinnehmen, wenn er den auf dedicated mittlerweile geht. Nee, wir machen das anders. Bist du voll? Nö, 68. Oh. Ach so, hinten ist noch nicht. Ist noch vorne. Warte so. Ja. Nee, ach, ich würde einfach sagen, mit den Rüben, da holen wir. Gut, die Map ist nicht so groß. Dann sollten wir es so machen, lass uns die Rüben relativ weit weg anpflanzen. Also ans weit entfernteste Feld, so ein bisschen halt aus Just aus Geige. Und dann stellen wir da diese Überladestation hin, dass wir die einfach auch mal zeigen und mal ausprobieren, weil die nämlich echt nice ist. Und stellt er halt einen Traktor quasi an die Überladestation und immer wenn der Dings voll ist, überlädt er, also schmeißt das dort rein und fährt die Laube. Und voll. Jetzt muss noch Freezy kommen. Ja, ich bin schon da. Ja, du müsstest schon längst da sein. Hab ich auch mal verfahren. Wie kann man sich hier verfahren? Oh, das wird doch zum Crash hier wieder, Alter. Motor rausmachen. Freezy fährt unten noch ein paar Runden im Kreis. Ja, wegen Randy. Das hätte er mich wieder tot gefahren. Das Ding muss immer schleunigst gedankt werden. Mal gucken, ob wir das noch bis hoch schaffen. Er fährt Schlitter. Oh. Ja, fahr da durch. Ja, da! Ich wäre soweit, du nur nicht. Baum. Ja. Ja, ich hatte eine Baumkrone auf einmal vom Bild. Ja. So. Da. Können wir es angehen, ja? Ja. Schön. Freut mich very hard. Much. Nicht. So, Das ist very too much. Larry Dumatsch, habt ihr die Verleihung gesehen hier, die Grammy oder was das war? Nee. Hier, Musikpreis? Nee. Hat bestimmt Taylor Swift irgendwas gewonnen, oder? Weil Taylor hat sie abgeräumt. Ah gut, deswegen ist die nicht... Taylor. Und die Lady Gaga hat auch irgendeine epische Performance gemacht. Aha. In Gedenken an jemanden, der schon tot ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Okay. Michael Jackson? Nein. Okay. Gut, das erklärt auch, warum die in den Twitter-Trendseite ist. Also zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Ja. Hat mich schon gewundert, was die da gemacht hat. Und Kanye West hat Taylor Swift gedisst. Echt? Ey, wisst ihr, wer todkrank ist? Nee. Dr. Dre. Wer? Dr. Dre oder Exhibit, ich weiß es nicht. Das sind jetzt zwei grundverschiedene Menschen, aber okay. Ja, wer denn jetzt? Irgendein Rapper. Da gibt es auch Millionen. Ah, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe ihn noch nie gehört. Dann war es nicht Dr. Dre, oder? Nee, nicht Dr. Dre. Dr. Dre habe ich nämlich gehört. Hm. Weiß ein Bekannter? Nicht. Ein Bekannter, ja. Randy, google mal ganz schnell. Guck mal eben hier, Punker Rapper oder so. Soll ich jetzt hier 2.0 Wikipedia machen, oder was? Kranker Rapper. Na ja, gut, ich muss hier gerade hier einen Dank aufladen. Ja, deswegen, wir haben ja hart zu tun. Ihr seid ein paar Banausen. Oder Kanye West? Nee. Kanye West. Oh. Was denn? Gucken wir mal. Von Wecker hat gegangen. Glückwunsch. Okay, Google. Dream. Ja. Wie viel Prozent hast du drin? 80. Ach ja, sehe ich ja auch, na eben. Sehe ich ja auch bei mir unten an der Anzeige. So, gucken wir mal. Okay, Google. Nee, will er nicht. Todkranker Rapper. Nettolohn, todkranker Rapper. Na ja, gut, fast. Nehmen wir das Nettolohn weg. Todkranker Manuel 18 berührt mit Rapsong das Netz. Nein. Nee. Ist ein Schwarzer. Kranker Rapper, kranker Rapper. Er hat Krebs oder so. News.
Bin voll. 14.02. Rapper Prinz P, unsere Welt wird immer bedrohlicher. Kanye West, zu krasse Lyrics für sein Album. Rapper. Ach, ist egal. Rapper hat Krebs. Gummy Lady and Gagas Tribut an David Brownie oder so. Das war der, wo sie das Performance gemacht hat, ja. Okay. Ach, hier, Zeit hat kein Rapper das Album des Jahres gewonnen. Überhaupt noch nie ein Song des Blablabla Krebs gestorben. Hier ist irgendwas an Krebs gut, gestorben. Leute. Wir werden es nächste Folge erfahren, was wir todkrank waren. Kendrick Lamar, meine Fresse. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen zwei vorbei, die stehen unten in der Videobeschreibung. Und wir sagen tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, Leute.